Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Syperia. Nicht Syperia, Syperia. Das ist immer wieder ein Problem mit P und B, mit D und T. Und M und N. Da verwechselt man auch immer wieder die Buchstaben. Oder hört sie falsch raus. Von daher Syperia. Ja, wir haben uns hier ein Loch reingeschnitten. Da können wir jetzt mal ganz quietschvergnügt durchhüpfen. Und endlich sind wir in der Festung der Einsamkeit, weil hier irgendjemand einsam vor sich hin wohnt, der die Hände von Oscar gestohlen hat. Wer erinnert sich nicht dran, an den weinerlichen Oscar, der keine Hände mehr hat? Uha, Puppensammler. Wofür die wohl gut ist? Ja, da haben wir die Puppe und schon können wir da nichts mehr machen. Gehen wir mal da ans Fenster. Können hier nichts kaputt machen. Zündkerzenautomat. Oh, halt, da ist was. Ach nee, doch nicht. Na gut. Geht ja nur dadurch. Hier kann ich wohl nicht lang. Aber warum denn nicht? Ist doch hier irgendetwas. Ich Trottel. Wir brauchen hier nichts mehr. Dieses Lager hat sein Werk getan. Wir waren hier. Wir haben mitgenommen, was wir tragen können. Und jetzt können wir wieder Zug fahren. Ja, fast. Ja, mit diesem Schienenarbeiter können wir durch die Gegend fahren. Weil wir jetzt die Zündkerze haben, mit der wir das Licht anmachen können. Also bis hierher waren die Rätsel nicht ganz so schwer wie in Valadilen mit dem Bein von Oscar. Das fand ich am gemeinsten als Rätsel bis jetzt. Nicht, weil es so schwierig war, sondern einfach, weil es so langwierig war. Da musste man echt Geduld mit aufbringen. Und dann als zweites fand ich das Rätsel mit diesem... mit der Schleuse. Schwierig, weil ich immer noch nicht herausgefunden habe, wie genau diese Schleuse funktioniert. Warum 4241 die richtige Lösung war. Das ist immer das, was mich stört, wenn ich nicht weiß, warum das Rätsel so genau richtig ist. Dass es so richtig war, ja klar. Aber wieso es genau so dann auch richtig war, ich weiß es nicht. Offener Funkenschlag. In einem Bergwerk. Also, ja. Kann man machen. Ist bestimmt ganz mutig. Das sieht aus wie ein Lüftungsschacht. Und in den Lüftungsschacht wollen wir nicht rein. Das haben wir mitgekriegt. Naga! Wir haben Besuch. Wir sind nicht ganz allein hier. Auch wenn der Naga nicht bei uns in der Nähe bleiben will. Das Fernsehprogramm lässt auch zu wünschen übrig.
hilft nichts. Wir können eigentlich nur weiterlaufen. Und da ist wieder ein Hebel für den Fahrstuhl. Das ist nicht nötig. Ja, weil der Fahrstuhl bereits unten ist. Also wenn wir hier öfter nochmal nach unten fahren müssen, stell dich fest. Was ist das? Eine Kamera? Oder ist das eine Selbstschussanlage? Ne, sind drei Linsen. Drei Kameralinsen. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass hier jetzt Waffengewalt eingeführt wird. Okay, da geht's weiter. Wir gehen mal lieber zuerst zum Tor. Die Tür ist verriegelt. Das sieht aus, als wäre es das große Außentor. So, jetzt können wir hier oben runterfahren oder rauslaufen, den Hebel ziehen und von außen wieder. Ja gut, dann macht alles wieder Sinn. Dann macht das alles wieder Sinn. Sehr gut. Ja, war nur die Beweisaufnahme. Hier ist draußen. Und hier wird zwei Richtungen, die ich gehen kann. Eieiei. Macht es mir nur nicht zu einfach. Hinweisschilder. Hinweisschilder sind immer wichtig. Man müsste sie mal nur lesen können. Kann ich sie mit den Zangen rausschrauben? Nein, ich brauche einen Schraubendreher. Wo finde ich jetzt einen Schraubendreher? Ja, das ist immer eine gute Frage. Ich denke mal an einer anderen Stelle. Wäre albern, wenn der Schraubendreher direkt daneben liegen würde. Hier um die Ecke und dann ist hier irgendwo ein Schraubendreher. Na gut, gehen wir mal die Treppe rauf, weil hier unten scheint nichts anderes zu sein. Das ist eine Orgel, eine riesige Orgel. Ja, es ist eine Orgel und da ist der Orgelspieler, ein Automat, nebenbei, der Hände gebraucht hat. Der Hände gebraucht hat, und zwar nagelneue. Denn nur mit der Orgel kann man irgendwas öffnen, oder? Wir gehen uns mal das Schild holen. Wer weiß, wofür es gut ist. Wahrscheinlich müssen wir das irgendwo aufstellen, damit ein Automat es liest und sagt, oh, da darf ich nicht lang. Könnte ich mir vorstellen. Also, die Automaten hier können ja schon recht viel. Ach, das war das Problem. Wir konnten an dem Schild nicht vorbeiklettern. So, erstmal drauf kommen. Okay, das ist ein Überwachungsautomat. Hey Sie, wer sind Sie? Achtung, ich warne Sie. Sie machen mir keine Angst. Was wollen Sie von uns? Warum haben Sie das getan? Da muss ein Missverständnis vorliegen. Ach, für Sie ist ein Diebstahl also ein simples Missverständnis. Geben Sie mir meine Hände zurück. Ihre Hände?
Nur mal nicht so schnell. Ich bin kein Dieb. Außerdem, ich kann das alles erklären. Sie dringen ohne Erlaubnis in meinen Zug ein. Sie greifen meinen Automaten an. Sie verstümmeln ihn, indem sie ihm seine Hände rauben. Wenn das kein Diebstahl ist... Ich habe die Hände nicht gestohlen, nur ausgeliehen. Sie wollen sich wohl über mich lustig machen. Das würde ich mir nie erlauben, Fräulein. Darf ich wissen, warum Sie die Hände meines Pilotautomaten Oscar gestohlen haben? Sie sind ganz außerordentlich. Ein mechanisches Wunder. Nie hätte ich selbst solche Hände entwickeln können. Ein Meisterstück. Und welche Präzision in der Ausführung. Diabolisch. Diabolisch. Und nur weil sie Ihnen so gefallen, haben sie sich überlegt, sie zu stehlen. Auszuleihen, Fräulein. Kurzfristig auszuleihen. Natürlich bekommen Sie sie zurück, sobald ich sie nicht mehr benötige. Sie können... Wie bitte? Diese Hände sind das Einzige, was meiner Anlage noch fehlte. Das letzte Element für den Pianistautomaten. Jetzt wird mein Traum vielleicht in Erfüllung gehen. Ich habe diese alte, stillgelegte Fabrik zur wunderbarsten Konzerthalle aller Zeiten gemacht. Wie Sie sehen, habe ich die Schornsteine der Hochöfen in eine gigantische Orgel von unglaublicher Kraft verwandelt. Das alles, um die größte aller Sängerinnen musikalisch zu begleiten. Jetzt fehlt nur noch sie. Okay. Ja, das Phantom der Oper. Willkommen zurück. Wer sind Sie? Sergei Borodin, Direktor des Industriekomplexes Komkolzgrad. Vielmehr dessen, was davon übrig ist. Und Sie? Wer sind Sie? Und warum halten Sie ohne Genehmigung in meinem Bahnhof? Ich hatte nicht die Absicht, in Ihrer Fabrik zu halten, aber mein Zug hat ein mechanisches Problem. Ich heiße Kate Walker, Anwältin aus Amerika. Was für eine skurrile Idee, einen so weiten Weg zurückzulegen, um diesen Ort zu besichtigen. Ich sagte Ihnen bereits, dass ich nicht die Absicht hatte, hier zu halten. Ich bin geschäftlich unterwegs. Ach ja. Und was bringt Sie hier bis zu mir? Das sagte ich bereits. Ein dummes mechanisches Problem. Ich habe eine Mission. Entschuldigung, ich kann Ihrer komplizierten Geschichte nicht folgen. Wie dem auch sei, ohne die Hände meines Pilotautomaten sitze ich hier fest. Ich habe das alles nur für diese Frau erfunden und gebaut. Verstehen Sie? Um sie noch einmal hier in meiner Fabrik singen zu hören. Diese Frau? Von wem sprechen Sie? Von Helena Romanski. Die einzigartige, wunderbare Helena Romanski. Eine Stimme so rein, so kristallklar. Ein Engel. Sie hat einmal hier gesungen, als Komkolzgrad noch ein blühender Industriekomplex war. Es war ein magischer, irrealer Moment. Lange, sehr lange Zeit später war sie es vielleicht, die mir das Leben rettete, indem sie ihm einen Sinn gab. Als man mir verkündete, dass das Programm zum Abbau der Mine eingestellt würde, dass ich, der Direktor, nutzlos geworden und zum Wärter eines verrosteten Zeugen einer vergangenen Epoche degradiert war. Wie sollte ich diese Untätigkeit ertragen? Da erwachte in meinem Geist ein grandioses Projekt. Helena Romanski sollte erneut in dieser Fabrik singen. Und dieses Mal nur für mich. Für mich ganz allein. Mhm. Und diese Dame ist damit einverstanden? Wenn sie erfahren wird, was ich zu ihrem Empfang realisiert habe, wie ich zunächst dieses monströse Geflecht aus Rohren umgearbeitet habe, um es in die mächtigste Orgel zu verwandeln, die je gebaut wurde. Aber dort, wo einst das eingeschmolzene Metall floss, ist heute nur noch Luftdruck für die Musik. Und dann musste ich noch einen Pianistautomaten entwickeln. Doch die Herstellung der Hände war sehr kompliziert. Und ich hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben, als Sie kamen. Was für ein Glück, nicht wahr? Wirklich ein glücklicher Zufall. Für Sie.
Nun gut. Und wann kommt diese Frau Romanski, damit ich endlich meine Hände wiederbekomme? Ich weiß nicht. Man müsste sie vielleicht informieren und holen. Könnten Sie das nicht tun? Je schneller Sie sich hierher bringen, umso schneller werden Sie Ihre Geschäftsreise fortsetzen können. Ja, das scheint mir eine sehr gute Idee. Können Sie mir versprechen, dass Sie mir wirklich, nachdem Ihre Helena gesungen hat, die Hände meines Automaten zurückgeben? Ich verspreche es Ihnen. Sie haben mein Ehrenwort. Mir bleibt wohl nichts anderes übrig, als Ihnen zu glauben. Und wo finde ich diese Dame? Das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Aber für eine Frau von Welt wie Sie dürfte es doch kein Problem sein, sie zu finden. Helena Romanski war eine internationale Berühmtheit. Ich habe eine Menge Dinge über sie gesammelt. In einem Zimmer, das ich ihr gewidmet habe. Ein kleines persönliches Museum, wenn Sie so wollen. Sie sollten es sich mal ansehen. Gruselig. Also, was mir dazu einfällt, ist gruselig. Mobiles Büro. Diese Geschichte ist völlig absurd. Wie kann ich denn mit Hilfe rechnen dabei? Und wenn ich Ihnen helfen würde, andere Hände zu bauen? Warum sollte man sich das Leben schwer machen, wenn man doch schon hat, was man braucht? Außerdem wage ich zu bezweifeln, dass Sie solche perfekten Hände bauen können. Ich habe zumindest mal den Zug hierher gebracht. Sie haben von einem Pianistautomaten gesprochen, nicht wahr? Wo haben Sie den gefunden? Nun ja, wissen Sie, ich bastle selbst ein bisschen herum. Problematisch waren nur die Hände. Ich hatte diesen Teil etwas unterschätzt. Die Hände eines Pianisten, das ist eine komplexe Sache. Aber vergessen wir es. Jetzt hat er schließlich perfekte Hände. Eine merkwürdige Leidenschaft. Gibt es hier noch andere Automaten, die von Ihnen sind? Nein, die Mechanik interessiert mich nicht an sich. Ich benötigte nur einen Roboter, der in der Lage ist, auf der großen Orgel zu spielen, um Helena Romanski zu begleiten. Um ehrlich zu sein, habe ich ein existierendes Modell verwendet. Einen ausrangierten Tippautomaten. Ich habe ihn repariert und ein bisschen umgebaut. Ein existierendes Modell, sagen Sie? Haben Sie einen gewissen Hans Vorarlberg gekannt? Eine Art mechanisches Genie. Ein bisschen wie Sie. Hans Vorarlberg. Ja, das heißt vielleicht, ich kann mich nicht erinnern. Nein. Natürlich, ich verstehe. Aber es ist schon erstaunlich, diese vielen Automaten, die es noch heute in diesem stillgelegten Industriekomplex gibt. Mein Fräulein, eines ist sicher. Seit langen Jahren bin ich hier völlig allein. Wenn dieser Mann einmal hier gewesen sein sollte, so ist er auch schon lange wieder fort. Ja, und er hat Roboter gesagt. Der Schlingel. Ich habe genau aufgepasst. Ist es Ihnen klar, dass Sie, als Sie in die Lokomotive eingedrungen sind, Privateigentum verletzt haben? Hier müssen Sie wissen, in dieser Anlage gehört alles dem Staat. Und der Staat bin in diesem Fall ich. Mein Zug ist in keinem Fall Teil dieser Fabrik. Wir hätten im Übrigen nie hier angehalten, wenn der Motor nicht hätte aufgezogen werden müssen. Solange Ihr Zug hier steht, ist er beschlagnahmt und wird als Teil der Industrieanlage betrachtet. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Ich verbiete es Ihnen. Alles nicht so schlimm. Vielleicht können wir uns auch so einigen, Fräulein. Das hoffe ich, und zwar schnell. Ja, okay. Entschuldigen danke. Sie mich, aber ich muss jetzt gehen. Tun Sie das nur. Also, ich kann mit ihm plaudern. Ich kann mir nur seine Anlage nicht Hören anschauen. Sie bitte. Ach, das alles, das kommt gar nicht in. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Sie bitte, Entschuldigung. Aber ich muss jetzt gehen. Tun Sie. Ja, weg mit dir. Also, wir müssen entweder Ersatzhände bauen oder diese Romanski-Dame finden. Was ist das denn für ein Aufzug? Diese Einschienenbahn wird anscheinend durch Fernsteuerung betrieben. Monorail, sehr schön. Zug fahren. Wofür ist diese Monorail?
Das Ding hat er runtergelassen. Das heißt, das können wir besuchen. Jetzt neuerdings. Bin ich mal gespannt, was wir da finden können. Ach, das ist das Museum von ihm. Ach, gruselig. Die Dame ist auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen, also von wegen, vielleicht ist sie auch schon nicht mehr da. Potenziell möglicherweise. Im Zweifelsfall müssen wir Oscar umdekorieren und ihn dann als Tonbandaufnahme hinstellen. Die kristallklare Stimme der blutjungen Helena Romanski ergreift das Publikum. Fachleute, dass sich anlässlich dieses 9. Brüsseler Festivals der Goldene Stimmgabel zusammengefunden hat. Die russische Sopranistin ist eine absolute Neuentdeckung. Ausgesprochen begabt scheint Helena mit nicht mal 20 Jahren eine großartige Karriere vor sich zu haben. Die schönsten Lieder der Helena Romanski auf dieser goldenen Schallplatte gesammelt und weltweit bereits mehrere Millionen Mal verkauft. Die Platte fehlt. Ah ne, da ist die Platte. Kaputt. Na, großartig. Da ist er. Das könnte Hans sein. Kleiner Mann, der sie begrüßen durfte, und er kennt Hans. Na gut. Die Genossin Helena Romanski singt für das Volk. Die Reihe der Liederabende mit Klavierbegleitung setzt sich in der Fabrik unserer großen Republik fort. Nach Kiew machte die gefeierte Sängerin Station in Komkolzgrad. Strahlend posierte Helena zusammen mit dem Chef der Fabrik, dem Genossen Borbodin und einigen ihrer Anhänger. Ein unglaublicher und unumstrittener Erfolg in ganz Europa. Unsere nationale Berühmtheit, die große Helena Romanski, feiert jeden Abend auf den bekanntesten Bühnen Europas große Triumphe. Nach Mailand, Paris und Wien gibt es in Berlin stehende Ovationen für die Sängerin nach einem außerordentlichen Konzert von mehr als 2 Stunden. Zu dieser Zeit ist Helena Romanski auf dem Höhepunkt ihrer Karriere und die Konzerte dieser Jahre sind unbeschreiblich. Das bezeugt die unvergessliche Interpretation von Rigoletto im Duett mit ihrem berühmtesten Freund, dem russischen Tenor Franco Malkovich. Dieser hat, wie wir wissen, gerade beschlossen, seine Karriere in den Vereinigten Staaten fortzusetzen. Wir sehen eine kranke, ich hab's geahnt, sie ist tot. Wir sehen eine kranke und erschöpfte Helena Romanski, die am Vorabend vor ihrem Fans Abschied nahm. Dies waren zahlreiche im Bolschoi-Theater erschienen, um sich von ihrer gefeierten Sängerin ein letztes Mal zu verneigen. Mit Tränen in den Augen bringt die Erneuerin der lyrischen Kunst, deren Name ohne Zweifel in der Nachwelt fortleben wird, nun ein leises, bewegendes Danke über die Lippen. Ich hab's geahnt. Empfänger unbekannt verzogen. Zurück an Absender. Er hat die öfters geschrieben. Das letzte Mal vor 5 Jahren, 6 Jahren ungefähr, oder das erste Mal vielleicht auch schon. Meine liebe Helena,
Sie müssen mir, gnädige Frau, diese vertraute Anrede vergeben. So oft und über so viele Jahre hinweg habe ich Ihnen nun geschrieben, dass ich heute nicht umhin kann, diesen brieflichen Austausch gleichsam als Beginn einer gewissen Vertrautheit zu erleben. Und wenn mein Brief Ihre rechtmäßigen Empfänger erreicht haben, wage ich zu hoffen, dass Sie dieses Gefühl teilen. Zum 112. Mal schreibe ich 112. Mal schreibe ich Ihnen also an diese Adresse in der Hoffnung, dass Sie eines Tages dorthin zurückkehren werden und einen meiner Briefe vorfinden. Vielleicht diesen Brief. Es gibt so vieles, was ich Ihnen sagen, Ihnen zeigen möchte. Meine Arbeiten schreiten voran. Wie ich Ihnen bereits sagte, war das Schwierigste, die Theorie in Praxis umzusetzen. Aber nach und nach finde ich zur Lösung der verschiedenen Probleme und verfeinere unzählige Details. Die großen Orgeln sind heute so gut wie fertig und ich wünschte mir nichts mehr, als sie Ihnen vorführen zu können. Sie müssen mir glauben, gnädige Frau, meine Fabrik gleicht heute einer Auster, die auf Sie als ihre Perle wartet. Ein grandioses Ensemble, würdig Ihres Talents und Ihrer Schönheit. Helena, Sie, der ich mich so nahe fühle, Sie, die mein Handeln und Denken an meiner gesamten Existenz bestimmen, Sie müssen wissen, dass die Zeit in mir die Gewissheit stärkt, dass ich Sie eines Tages hier in dieser Fabrik, die Ihnen allein gewidmet ist, empfangen darf. Voller Hoffnung warte ich auf den Tag, an dem Sie meine Einladung annehmen werden. Ihr treu ergebener Borodin. Ich glaube, danach hat er aufgehört zu schreiben. Kann es sein, dass das der letzte Brief war? Weil ihn auch die Rückpost nicht mehr erreicht hat oder so. Ich weiß es nicht. Er ist schon gruselig, der Mensch. Besessen einfach. Nein, da wollte ich nicht hin. Ja, wer weiß, ob sie überhaupt noch lebt. Das ist ja das Schwierige dabei. Kann ja sein, dass sie auch diese Zeiten schon hinter sich hat. So, jetzt wird's knifflig. Behaupte ich mal. Steht da hinten wer? Ach, sah nur so aus. Okay, sah nur so aus. Ich dachte, hier würde jetzt irgendjemand rumstehen in einem hellen Mantel. So können einen die Augen täuschen. Ich könnte jetzt mit der Zange an den Händen rumknipseln, aber irgendwie sind wir da nicht geschickt genug für. Vielleicht sollte ich mal kurz Kontakt mit Oscar aufnehmen. Könnte ja sein, dass er mir helfen kann. Beziehungsweise, warum ist das eine Möglichkeit, immer wieder runterzufahren? Muss ja einen Grund dafür geben. Also irgendwas müssen wir hier entdecken können. Und dass der Luftschacht auch so explizit erwähnt wurde, muss ja auch irgendwo einen Grund haben, denke ich mir. Vielleicht, um die Orgel zu reparieren. Und das Interessante ist, wir haben ja immer noch die Schraubendreher. Also den Schraubendreher, ist hier nur einer.
Gut, wir fragen mal Oskar. Vielleicht hat er noch irgendwo eine Information für uns. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei und bis dahin, gute Nacht da draußen. Was immer ihr sein mögt.